Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in dieser Woche sehr, sehr viel RP machen könnt. Ihr könnt da ja jede Minute ungefähr 10.000 RP machen. Ja, das Ganze geht es in der aktuellen Eventwoche, weil auf einen bestimmten Community-Job dreifach Geld und RP ist. Wie es mit der Xbox aussieht, das weiß ich nicht, da ihr immer den Weltrekord schlagen müsst. Und auf der Xbox sind die Weltrekorde immer anders. Auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 funktioniert es auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, lassen wir auch schon direkt losstarten. Wir gehen einmal auf Options, auf Online, auf Jobs, Job spielen. Dann gehen wir runter zu den Community-Jobs. Gehen dann zu den Stunt-Rennen und dort suchen wir uns dann unten den Job raus, wo dreifach RP und Geld drauf ist. Den Job einmal starten. Dort im Jobmenü angekommen, ja, einfach die Rundenzahl auf 6 Runden lassen. Umso mehr Runden ihr lasst, umso mehr RP könnt ihr auch in einem Rennen machen. Klasse mache ich Motorräder, weil man mit das Rennen mit dem Motorrad am besten fahren kann. Ihr könnt das natürlich auch mit einem normalen Auto fahren, aber probiert es am besten mit einem Motorrad. Und ja, das, was wir jetzt machen, ist einfach ganz normal die Runde fahren bis zum letzten Checkpoint. Das heißt, die Runde hat 13 Checkpoints. Bei dem 13. Checkpoint bleiben wir einfach stehen. Das heißt, wenn wir 13 von 13 Kontrollpunkte haben, bleiben wir einfach stehen. So ungefähr bei 46 könnt ihr dann reinfahren und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt den Weltrekord geknackt habt. Und für jedes Mal, wenn ihr jetzt den Weltrekord knackt, bekommt ihr 10.000 RP. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal die Runde, bleiben dann auch wieder aber hinten beim letzten Checkpoint stehen. So, dann können wir ungefähr bei 44 Sekunden jetzt reinfahren. Jetzt bekommen wir wieder 10.000 RP und ja, das könnt ihr jetzt die ganze Zeit so durchgehend machen. Wenn ihr jetzt keine Chance mehr habt, den Weltrekord zu knacken, einfach das Rennen beenden, das Rennen nochmal neu starten und dann könnt ihr wieder auf RP-Jagd gehen. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.